war's schon. Alle. Welcome to Montana, steht hier drauf. Das heißt, wir sind gleich in Montana, so in 5 Meter. Und wir sind jetzt auf dem Weg in den Yellowstone und fahren jetzt noch ungefähr 5 Stunden, kommen circa um 22.30 Uhr an, wenn wir jetzt nicht noch länger hier draußen rumlaufen und vielleicht noch einen Hut kaufen. Aber das werden wir wohl nicht machen. Ich muss mich jetzt beeilen, sonst werden die alle nervös. Gut, dann, ja, es ist nicht viel Videomaterial, wir fahren die ganze Zeit, ne? Das ist ganz klar, das wird dann nicht so richtig, aber das wird schon noch kommen, ne? Alles klar, wo bist denn? Ich bin raus, ciao. So sieht das hier drin aus in dem Auto, ne? Nur zur Information. Da, alles voll mit Krams. Da ist Defi, hier ist auch Krams und Mini-Donuts. Hier sind irgendwelche Käse, Bananen, Wünsche, Fahrerin, Beifahrer. Da vorne ist Montana. Und da hinten war Wyoming. Wyoming, genau. Okay. Und so sieht das hier aus in Montana. Wunderschöne Natur. Wunderschön. Ah ja. Gut, bis denn. So, nochmal ein kurzes Update mit Kaffee. Es ist vermutlich, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, irgendwas mit 8 Uhr. Da ist das Auto. Der Rest ist da drin. Wir waren tanken. Und wie gesagt, Kaffee holen. Und da hinten sind die Wale. Ich vermute mal so die Richtung. Da hinten sind auch welche. Da liegt der Yellowstone drin. Da werden wir mal gucken. Wenn wir da ankommen. Hier steppt der Bär. Da ist er. Und da ist noch einer. Hier ist das Hotel. Kelly Inn in West Yellowstone mit Schnee. Da ist die Steffi. Der Rest schläft noch. Nein, die sind schon wach. Aber die müssen sich noch so fertig machen, duschen, rasieren, keine Ahnung, schminken. Und wir gehen jetzt erstmal frühstücken und dann schauen wir mal, was der Tag so bringt. Also, ich bin raus. Bis denn dann. Ciao. Guten Morgen aus dem West Yellowstone. Wir sind gestern Abend hier um 23 Uhr angekommen, da war alles sehr, sehr dunkel, haben dann relativ schnell eingecheckt. Das Hotel ist schön, sehr, sehr viel mit Holz und es geht um Bären. Und ja, schauen wir mal, was der Tag heute bringt. Ist ja ein weiteres Ziel, was ich unbedingt sehen wollte in den USA. Die Geysire, die Tiere. So ein bisschen Natur, halt mal was ganz anderes zu den Städten wie Denver und Chicago. Und ich hoffe, dass es genau das wird, was ich mir vorstelle, dass man den Old Faithful sieht, dass man vielleicht einen Ausbruch sieht von den Geysiren. Ich bin echt gespannt, wie der Tag so wird, wie die Landschaft ist. Und ja, wir gehen jetzt gleich erstmal frühstücken und dann schauen wir einfach, wie es wird. Ich hoffe, es wird toll. Bis später. Ich will uns willkommen heißen. Das ist ein bisschen heiser oder was, ne? So, Premiere. Hier ist mein erster amerikanischer Schnee. Die erste wäre Lamar Valley, also L-A, L-A-M-A-R, genau, da ist es oben. Das hier? Ja. Gut, nochmal drinnen, alle sitzen hier rum, ja. Da ist draußen. Ja, haben wir gerade schon. Okay, los geht's.
So, da sind wir. Da sind wir. Und da ist das Schild. Okay, es ist Sonne, es ist echt cool. Auf der anderen Seite ist auch noch irgendwas. Das ist Leaving auf der anderen Seite. Achso, ja, Leaving machen wir ja noch nicht. Nee. Das machen wir erst nachher. Ah, hier. Okay, das brauchen wir noch nicht. Was denn? Ich gehe wieder hinter Schild. Wir müssen hier Fotosession machen, ich muss hier verschwinden. Da ist der Entrance. Da brauchen wir jetzt noch den Pass America the Beautiful für mehrere Parks. Ich brauche auch noch ein Bild. Genau. Ja, ich denke mal. Mach mal noch mal ein Bild. Ich gehe erstmal wieder raus. Bis denn. Herzlich willkommen zurück im Chaosmobil. Wir sind jetzt tatsächlich im ersten Nationalpark der USA, dem Yellowstone National Park. Der wann gegründet wurde? 1872. So. So viel dazu. Wir fahren jetzt hier ungefähr zwei Stunden und zwei Minuten zu unserem ersten Spot, den wir uns rausgesucht haben, oder eher unser Reiseleiter. Genau, so sieht das hier nämlich aus. Wir haben schon Schilder gesehen, dass wir auf Bisons aufpassen sollen. Und hier liegt ein bisschen Schnee an der Seite. Ansonsten, die Sonne scheint etwas und wir werden mal schauen, was der Tag so bringt. Gut. Bin raus, bis denn. Ciao. I don't cry when it rains no more, or I get dirt on my shoes. I don't mind climbing 8 more floors, 'cause these stairs are all heading to you. So, den ersten Spot gefunden. Mit Bisons. Da hinten stehen auch Wölfe, die sehe ich jetzt gerade nicht. Also waren zwei Stück da hinten. Also man sieht es jetzt, der guckt jetzt hier gerade hier rüber zwischen den beiden Leuten. Die schreien da hinten halt auch rum, ne? Das sind kleine Wölfe. Hier sind erstmal jede Menge Bisons. Aber ist auch natürlich immer voll, ne? Also die Leute stehen hier mit Kameras und großen Stativen und hier Objekten, die er da auch gerade hat hier, Fotoobjektiven. Schließ mal das Auto ab, bitte. Ich geh da gleich wieder hin. Da steht der Wolf. Versucht da mal ranzusuchen, jetzt läuft er da weg. Der chillt hier voll rum und guckt sich das an, was die bekloppten Menschen hier machen. So krass, da hinten läuft er. Okay, ich bin raus, bis dahin. Hallo, kurze Pause, pinkeln, einmal kurz in den Schnee schauen. So, wir sind an so einem Informationszentrum hier gerade und fahren gleich weiter. Ein paar Straßen sind noch geschlossen, deswegen mussten wir nochmal nach dem Weg fragen. Und ja, bis später. Tschö. And tell the band to play one more slow song, 'cause you still have all my love. One more cold drink.
The Golden Gate. Ganz schick aus hier. Felsen, Schluchten, Brücken, Straßen, Wasser und auch ein Wasserfall. Nicht schlecht. Und natürlich auch Schnee und Bäume. Da sind die anderen Verrückten. Schön idyllisch, ne? Ah, ist das schön. Da hinten ist noch ein Waterfall. Und Frau Muella ist auch da, guckt sich den Waterfall an. Ich laufe hier einfach auch mal durch die Gegend. Man muss das ja mal alles hier mitnehmen, ne? Und sich das alles mal angucken. Du sollst das nicht machen. Das ist Rauchen verboten. Das ist eine E-Zigarette. Die macht keinen Dreck. Doch, die darfst du auch wieder nicht benutzen. So, schön. Dann fahren wir gleich weiter. Bis zur nächsten Haltestelle. Wo auch immer die ist. Bis dann. One more cold day, one more road. One more dance for the doors get closed. Please remember, enjoy the show. Cindy, hier ist ein Spot, wo alle stehen und hier mit ihren riesen Objektiven irgendwas abfilmen, abfotografieren. Wahrscheinlich einen Bären. Hello, Yellowstone Guidelines. Aber ich sehe nichts. Soll hier sein? Ja. Da sind so komische Schafe oder was? Da ist ein Schwarzbär an dem großen Baum. Ja, sehe ich den Baum. Da unten, ja. Hast du schon gesehen? Also er guckt gerade. So, mal ein kurzer Zwischenstand. Wir haben hier gerade angehalten, weil hier auf einmal ganz, ganz viele Menschen standen. Und dann hat sich herausgestellt, dass hier eine Bärenmama mit zwei kleinen Babys ist, wo ich auch sehen konnte, dass der eine Kleine vom Baum wieder runtergeklettert ist. Also mega niedlich. Dann haben wir jetzt gerade vor uns auch noch eine Elchgruppe, die so gerade, ich weiß gar nicht, ob man es sieht. Ich glaube eher nicht, ganz oben auf dem Hügel steht und grast. Wir haben schon ganz, ganz viele Bisons gesehen. Gleich am Anfang haben wir Wölfe gesehen. Ja, es war bis jetzt schon ein voller Erfolg, hier reinzufahren und sich den Yellowstone anzuschauen. Landschaftlich ist es mega, auch so extrem unterschiedlich von. Wir haben noch ganz viel Schnee, bis hier unten ist es. Es ist zwar kühl, aber es geht noch so, man kann es noch mit Jacke und ein bisschen Mütze aushalten. Und mal schauen, was der Rest des Tages noch so bringt. Bis später!
sie ihn da hinten an, der mit dem schwarzen Pickup. Lass mal schön seine drei Hunde da drauf hinten auf der Ladefläche. So. Das ist ja ein Druck auf ihn, ne? Zack, der eine guckt raus, hat sich das gewohnt, die wissen schon, wie sie sich festhalten sollen, ne? Das ist lustig. Wir laufen jetzt den Rundkurs bei der Mammut, wie auch immer das ausgesprochen wird. Wie wird das ausgesprochen? Mammut Hot Spring. Mammut. Oh, meine. Auf jeden Fall Mammut Hot Springs Rundkurs laufen wir jetzt. Wir hätten aber noch weiterfahren können, hätten wir nicht laufen müssen, das ganze Stück bis da oben. Schon wieder Energie vergeudet. Naja. Schauen wir mal. War das, weil die dann irgendwie rangegangen sind, ausgerutscht sind. Der eine ist sogar, dass sein Hund ist reingesprungen, ist er hinterher gesprungen. Und wie das blubbert da oben, siehst du das? Ja. Platsch, 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 platsch. Blubber, blubber, blubber. Irgendwie aus wie so eine geile Rutschbahn hier. Wasser läuft hier auch runter. Ja. Okay, so viel dazu. Hier blubbert's. Ist das warm? Fass mal an. Nee. Fass das nicht an. Ich fass es auch nicht an. Ich weiß nicht, was da so noch drin ist. Ja, nicht gut ist. Nee, ne? Aber mich würde interessieren, ob es warm ist. Ja, hier unten wird schon hart. Dorinchen grabbelt doch gerne alles an. Nee, macht's auch nicht. So, willkommen bei dem oder am Norris Geysir. Keep out, it's danger. Was, hörst du das Bubbeln, alter Schwede, wie so ein Kochtopf. Hier ist die Norris Geysir Dampflok. Da hinten, der macht richtig Attacke, der Onkel. Der spritzt hier richtig raus. Boah, da kriegst du ja sogar die Scheiße ab hier, dieses Wasser. Boah, der stinkt auch, ne? Nach Schwefel. Boah, nee. Was? Fletch? Fletch Geysir, da, Dampflok. Turbo Boost. Der knallt richtig raus hier. Alter Schwede. Was eine Dampflok. Was ist der Ausgang? Hier ist ein komplettes Dampffeld. Ein sozusagen Dampfminenfeld. Kannst du dann. Wie schön blau das ist. Hier dampft's ganz dolle und da hinten auch.
willkommen zurück. Hallo, 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 herzlich willkommen zurück. Es ist immer noch der gleiche Tag. Hier stehen so ein paar Autos rum, da und da kommen neue und da vorne sind noch mehr. Weil die Straße ist gesperrt, weil sie alle gucken, weil da oben irgendwo Bären sind, kleine Bärchen. So, und da gehen wir jetzt auch mal gucken, ob wir die Bärchen finden. Ich sehe sie noch nicht, aber gleich vielleicht. Wir gucken mal. Da oben. Ich sehe ihn schon. Ihr werdet den wahrscheinlich noch nicht so sehen. Ich muss das wahrscheinlich ranzoomen. Also zwei Stück sehe ich. Zwei Bärchen. So. Laufen wir mal hier weiter. Da sind sie. Die bewegen sich auch mal. Ich sehe zwei. Moment. Gehen wir hier weiter. Auf Bärchensuche. Bärchen, Bärchen. Hey, Bär. Oh, Bär. Die sind auch gleich ein bisschen größer. Okay. Das sind noch die anderthalb da, das ist der dritte. Ach, da oben. Ja, das stimmt. Das ist der dritte, drei Bärchen. Ja. Da kommen die mit einem blauen, Jacke. So, nächste Bärchen. Schwarzbärchen. Einer anscheinend. Hallo, zurück aus dem Studio. Das war unser erster Tag im Yellowstone National Park. Der Tag 2 folgt im nächsten Video, sowie die Fahrt zum Lake Tahoe. Dort fahren wir über Nevada rein, natürlich klar, wer die Karte so kennt. Dort sind wir in South Lake Tahoe, das ist eigentlich direkt an der Grenze zu Kalifornien von Nevada aus. Dort haben wir einen vollen Tag, also zwei Nächte, und danach geht es Richtung San Francisco. Ja, wir sind jetzt hier wieder fast bei 30 Minuten, das sollte reichen. Also viel Spaß beim nächsten Video, wann auch immer es kommt. Ich denke mal, es wird nicht so lange dauern. Okay, ich bin raus. Bis denn. Ciao, ciao.